Bitte begrüßt mit uns gemeinsam auf dieser Bühne Bleu Brune! Mitbekommen, dass ich jetzt schon dran bin. Ich dachte, es passiert noch irgendwas in mir. Keine Ahnung. Ich muss mich erst richten. So. Licht. Schön, sagt einer erstmal. Danke. Es wird ja nun bald Weihnachten. Und zu Weihnachten fahren immer alle Studenten nach Hause und treffen ihre Familien und man feiert schön gemeinsam und man besinnt sich der alten Zeiten. Wie bitte? Hast du gerade Spaß dran gerufen? Familienspaß. Achso. Wie heißt der denn? Manuel ist ein Spast. Das ist nicht, nein, das ist mein Text. Ich habe außerdem nur wenig Zeit. Deswegen jetzt habe ich mich auch auf meine Familie zurückbesonnen und habe zwei Texte. Einen für meinen kleinen Bruder, einen für meine kleine Schwester. Und der erste ist nur ein Aphorismus. Wisst ihr, was ein Aphorismus ist? Einer weiß es sehr gut. Das ist eine philosophische Weisheit in nur einem Satz. Und auch der hat wieder keinen Titel, ihr kennt das Thema. Und der geht so. Wenn mein kleiner Bruder Emo nun schon wieder wie eh und je den ganzen Tag vorm Rechner sitzt und Counter-Strike zockt. Und wenn meine Mutter ihn dann lautstark dazu auffordert, er könne doch genauso gut draußen spielen. Dann merkt man, dass sie aus der jüngsten deutschen Geschichte nichts gelernt haben. Ich habe den Text neulich in Erfurt gemacht. Nun, ein Text für meine kleine Schwester, der ist ein bisschen länger. Ich bin vor 2,5 Jahren zu Hause ausgezogen und habe mit Poetry Slam angefangen und zu studieren und war überall in der Welt mal, wo man Deutsch spricht und mich auf Bühnen sehen wollte. Und bin viel rumgekommen, aber dabei sehr wenig zu Hause gewesen. Und das fand meine kleine Schwester nicht so schön. Und deswegen habe ich ihr einen Text geschrieben. Und der Text heißt Von einem, der auszog. Prolog. Schon Schiller scholl es aus dem Munde. Abend ward's und wurde Morgen. Nimmer, nimmer stand ich still. Aber immer blieb's verborgen. Was ich suche, was ich will. Text. Während du schliefst, habe ich an deinem Bett gewacht, Kleiner. Ich achtete darauf, dass du auch richtig zugedeckt bliebst, dass kein klammes Beinchen sich in die Kälte streckt. Wenn du gemurrt hast, habe ich dir den Kopf gestreichelt, habe dir kleine Tropfen feiner Fantasie auf die Nase getippt, dir Wolkenbilder in den Kopf gemalt und Geschichten erzählt. Während du schliefst, saß ich an deinem Fußende, Treue, habe dir und deinen Träumen wie versunkenen Schätzen zugehört und manchmal habe ich dir einen Kuss gegeben. Während du schliefst, habe ich die Monster unter deinem Bett vertrieben, Verwegene, habe sie aus dem Zimmer gescheucht und ihnen Beine gemacht, dass sie sich bloß nicht mehr blicken ließen. Ich war da, während du schliefst. Doch manchmal ist das Leben eben schneller als man selbst. Und dann ist man da, wo man hin will, bevor man weiß, wo das liegt. Und schon weg, bevor man angekommen ist.
Manchmal will man so viel. Man sagt ja, ohne nachzudenken, sagt nein, ohne abzulehnen, geht Termine und Verpflichtungen ein, die zu erfüllen man selber nicht imstande ist, rennt und rennt dem Uhrzeiger hinterher, ohne zu merken, dass man sich dabei im Kreis dreht, und dann bräuchte man Wunder, wenn einem das nicht alles über den Kopf hinauswachsen soll, wie deine Haare, wenn du nur mal wieder länger nicht beim Friseur warst. Während du schließt, stand ich auf fremden Bühnen, sprach mit fremden Menschen, knüpfte Freundschaften und Kontakte zu einem Netz, das zu engmaschig war, als dass ich selber noch hätte hindurchschlüpfen können. Ich habe Ruhm und Ehre erstrebt, wahre und falsche Freunde getroffen, hab Nächte zu Tagen gemacht, Gezecht und Gelage gemacht, geraucht und gesoffen, nur um dann nach ein paar tausend Wochen dir zu sagen, dass man sowas nicht tut. Denn manchmal scheint es mir, Erfolg sei wie eine Lawine. Er wird größer und größer und endet im Tal. Und bei Tage saß ich in irgendwelchen Zügen, vollgestopft mit irgendwelchen Menschen aus irgendwelchen Gegenden, die oft nicht viel mehr zu erzählen wussten als woher und wohin und dass das mit dieser Verspätung bei der Deutschen Bahn ja nun wirklich nicht mehr angehen könne. 10 Minuten vor Fahrtende stand man auf, um auch ja den Ausstieg nicht zu verpassen, und ich fragte mich, ob diese Menschen das vielleicht auch zu Hause tun. Oh je, in 10 Minuten muss ich los. Ich stelle mich lieber schon mal in die Wohnungstüre. Und bald schrieb ich Rechnungen statt Geschichten und E-Mails statt Briefe. Ich lernte das Leben kennen und mich selbst vergessen. War selten zufrieden mit dem, was ich hatte, was mehr war als alles ich jemals gedacht. Und wenn du schliefst, war ich wach. Und wenn du wachtest, schlief ich ein. Und wenn ich schlief, dann schlief ich unruhig und oft viel zu kurz. Träumte zwar noch von versunkenen Schätzen, doch die waren mir Schnurz. Wolken malten keine Bilder, sondern Regen ins Gesicht. Und es malten meine Zähne, nur die Stifte malten nicht. Heimweh war ein Gefühl, das ich kannte, doch zu unterdrücken imstande war. Doch Heimweh ist wie schlechter Apfelsaft. Es gärt und gärt in einem, bis es ganz bitter auf der Zunge schmeckt. Und während du schließt, habe ich die Monster unter deinem Bett vertrieben, verwegen. Habe ihnen Beine gemacht und sie aus dem Zimmer gescheucht, dass sie sich bloß nicht mehr blicken ließen. Ich war da, während du schließt. Doch wenn du wachtest, viel zu selten. Epilog. Abend ward's und wurde Morgen. Nimmer, nimmer stand ich still. Aber immer blieb's verborgen. Was ich suche, was ich will. Vielen Dank.